bin ganz ehrlich, ich rüste die auf. Damit seid ihr sicher. Ich trage die AI jetzt erstmal. Ich würde die erstmal weitertragen. Ja, kein Ding. Ihr seid nicht in Komoda gefallen? Dann ist noch Hoffnung für uns. Ja, vielleicht. Wer ist das? Ist das nochmal ein Schmied? Darf ich euer Katana für euch schärfen? Klar, zeig mal her. Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Okay. Töte Gegner schneller. Okay, wir können das Tanto oder das Katana verbessern. Lautloser um. Es wird euch gefallen. Glaube ich auch. Einfach mal beides aufwerten. Moment, welches Schwert trage ich eigentlich? Rüstungsstatuetten in den Optionen im Gameplay aus oder Rüstungstalismane, um Objekte zuzuweisen und individuelle Ausstattung zu erstellen. Was? Wie? In den Optionen? Okay, egal. Messer. Ach, das ist nur Optik, ne? Das ist ja nur Optik. Okay. Gucken wir nochmal. Wir haben jetzt nochmal das Schwert gewechselt. Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Ja, ja. Okay, ist nur Optik. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal zu dem Mönch. Oder können wir noch mit jemandem reden? Moment. Dieses Feuer durch die Luft flog. Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch. Wenn ihr ihnen Respekt erweist, findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Okay. Irgendwelche Tore, alles klar. Gut, jetzt erstmal mein Quest. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Irgendwie ist der suspekt, ich weiß nicht wieso. Danke für eure Zeit. Natürlich. Irgendwie ist der merkwürdig. Na gut, gehen wir erstmal zur Fürstin, die ist ja am hinteren Ende, hieß es, ne? Ich trau dem nicht, ja, der hat so ein bisschen... verdächtig geredet. Ihr habt die Rüstung. Sieht so aus. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Sogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Okay. Siehst du, ich hab doch gesagt, der ist für... Oh, Alter! Oh nein! Lauter verkohlte Leichen. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus.
Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sorgen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Ei. Wo ist dieser Mensch? Das ist Sogan. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Aber wir haben seit Tagen nichts gegessen. Hier können wir hinunter. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Dieses sehr intensive. Das Loot mitnehmen. Geht nicht ohne. Wieso liegt überall Vorräte rum? Mann! Nur damit ich rausgelockt werde hier. Vorräte rum. Mann. Das ist voll unfair. Wo ist er? Sollen wir da jetzt rein oder sollen wir jetzt lauschen? Heutzutage sind alle auf sich gestellt. Ach da, oh, okay, ich soll in das Gebüsch auf der anderen Seite. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Hm. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren, jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Auf mich jemand? Das wird eine tolle Geschichte abgeben. Für den Asashi-Plan! Ja!
Ich mach das nur, damit ich diese Punkte bekomme. Nur deswegen mache ich das. Kann man nicht mehr looten. Na gut. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Ja! Ja! Masako! Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Oha. Ja gut, ich kann sie aber auch sehr gut verstehen, muss ich ehrlich zugeben. Ob ich anders gehandelt hätte, kann ich nicht sagen. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Namen. Und ein Symbol. Sugen, Sadao, Mai, Kajiwara und Umura. Masako kennt sie vielleicht. Ich wollte durchs Fenster raus. Geht nicht. Na gut. Nochmal kurz gucken, ob hier irgendwas liegt, was wir eventuell mitnehmen können. Okay, das war so jetzt nicht geplant, aber cool, dass es geht. Habt ihr etwas gefunden? Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol.
Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Auf jeden Fall. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Oh, ein Äpfelchen. Du bist ein braves Pferd, Noro. Uiuiuiuiuiui. Fürstin Masako rekrutiert. Sehr schön. Du darfst gerne weitergehen. Ah, okay, ist nur die Story. So ein schönes Pferd. So, wir gucken uns natürlich noch mal um. Kunai. Und wir haben bis jetzt noch nicht einmal wirklich geschlichen, ne? Wir haben bisher noch nicht einmal wirklich so Schleichangriffe benutzt. Sollten wir mal machen. Ah, da ist noch was. Ein bisschen Eibenholz. Sehr schön. Ja, gut. Okay, ich denke, das haben wir dann. Da oben ist noch ein Haus. Da gucken wir nochmal rein. Sehr schön. Ah, das hat sich gelohnt. Schon wieder Nacht. Mann, wir sind immer im Dunkeln unterwegs. Was ist da los? Auch wenn die monderschienenen Nächte echt schön aussehen. Aber ja. Gut. Was sagt denn die Mappe? Wo müssen wir denn hin? Was haben wir hier? Fallensteller. Ja gut, das können wir auch machen, wenn wir das nächste Mal einen Fallensteller sehen. Also wir müssen weiter Richtung Süden. Ich bin ganz ehrlich, was war jetzt hier nochmal der Schmied? Strohhutronen. Und der geborene Schmied, genau, das ist die Quest, die wir machen müssen im Grunde, aber ach hier, guck mal, die ist gleich hier in der Nähe. Können wir ja gleich mal mit dir weiter, ihre Quest weiterverfolgen, oder? Würde ich mal sagen. Ich könnte ich das nicht. Das ist wahr. Das ist noch ein Geschenk. Ein Vögelchen. Wo bringt er uns hin?
Schlüssel. Wo bringt das Vögelchen uns hin? Ah, eine heiße Quelle. Nice, erstmal kurz ein kurzes Bad nehmen. Nachdem wir so viel Blut am Körper haben, ist das auch, glaube ich, gerechtfertigt. Oh, sinnieren über meine Mutter. Mutter verbrachte ihre letzten Wochen in den heißen Quellen. Selbst da wurde ihr Haar nie nass. Okay. Ist irgendwie weird. Hat die sich nie die Haare gewaschen? Nehmen wir einfach mal so hin. Guck mal, ich da rein. Bringt nur nichts. Hä, voll nett. Geiles, also geiles Vögelchen. Also, ich meine, nettes Vögelchen. Adachi. Ja, wir gehen ja erstmal zur werten Fürsten. Du gingst hier runter. Da. Ah. Sehr gut. Gut. Wo ist sie? Was mit ihm? Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie. Ich möchte die Kampfminuten sehen. Oh. Ein letztes Mal. Ich will einfach. Es gibt wirklich sehr viele Sidequests, muss ich sagen. Also wirklich sehr viele Sidequests. Fürst Sakai, kommt schnell! Was ist los? Fürstin Masako. Habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Wahr. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt. Und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Okay. Alter, was für Intrigen. Ist ja fast hier Game of Thrones-like, ha? Ist ja auch die Abkürzung GOT, ne? Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Also ich lauf zu Pferd und du zu Fuß. Ich weiß ja nicht, was... Also ne, die ist topfit. Ah, ich kann aber nicht sprinten. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie schnell die rennt, wenn wir sprinten. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Na gut.
Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier lang müssen. Der Wind hat uns nach hinten geführt. Da runter müssen wir. Okay. Ist er das? Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht. Aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Bleib zurück. Was für ein schönes Wetter heute. Ganz kurz, eine Sache, die mich gerade ein bisschen stört, ist, ich will nicht so einen fetten Helm tragen. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zählt das ja nicht auf mich. Bleibt in Deckung! Er hat Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Was ist denn da? Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig hier. Aber natürlich. Uns wurde Sake versprochen. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Die waren dafür zuständig. Okay.